Herzlich willkommen bei einem neuen Video hier bei uns bei e-roller.com. Wir sind mittlerweile das größte Internetportal in Bezug auf E-Scooter, Elektroroller und so weiter und so fort. Wir bieten verschiedene Preisaktionen, Technikthemen und Testfahrten an. Testfahrten wie mit dem Isin Wheel E9 Max hier. Den habe ich heute für euch mitgebracht. Und was genau er kann und wie gut er abgeschnitten hat, das seht ihr jetzt. Aber erst einmal die einzelnen Themen dieses Videos. Dieser Testbericht teilt sich in vier Teile. Zum einen gibt es ein kleines Unboxing des E-Scooters. Anschließend stelle ich die technischen Details vor. Dann geht es ans Eingemachte mit der Testfahrt und zu guter Letzt folgt das Fazit. Für nur etwa günstige 400 Euro könnt ihr auch so einen Isin-Wheel-Karton euer eigen nennen. Die handelsüblichen Befestigungen lassen sich natürlich einfach lösen, sodass man seinen Isin-Wheel schnell in seinen Händen halten kann. Ja, okay, noch ist der Scooter nicht komplett, aber es fehlen nur einige wenige Handgriffe, um das gute Schmuckstück vor sich stehen zu haben. Doch bevor wir uns den Isin Wheel selbst im Detail anschauen, möchten wir natürlich erstmal nachschauen, was sonst noch alles im Paket enthalten war. In erster Linie dieser schwarze Behälter. In diesem befindet sich wiederum eine weiße Box, die schauen wir uns gleich nochmal näher an. Die Serviceinformationen, vor allem wichtig, wenn auf dem Transport etwas kaputt oder verloren gegangen ist. Die benötigten Schrauben sowie ein passender Schraubenschlüssel, gerade wenn man beispielsweise keinen Akkuschrauber hat. Sowie das Benutzerhandbuch. In der weißen Box finden wir das Aufladekabel vor. Und last but not least gibt es noch die ABE. Denn der Isin Wheel E96 trägt natürlich eine Straßenzulassung in Deutschland. Doch bevor wir dazu kommen, schalten wir ihn erst einmal an. Und da wir auch eine Straßenzulassung haben, sind wir hier auf dem Zimmer irgendwie falsch, oder? So, hier können wir den Isin Wheel auf jeden Fall besser austesten. Doch was genau bietet der uns denn? Erst einmal der einfache Blick auf die Griffe. Rechts neben dem uns bereits bekannten LED-Feld gibt es zum einen das Gas sowie die Halterung für den Klappmechanismus. Links gibt es die Hinter- und die Vorderbremse. Und unter dem LED-Feld ist der Knopf zum An- und Ausschalten des Scooters. Des Weiteren de- und aktiviert der Knopf bei kurzer Betätigung das Vorderlicht, während das Hinterlicht dauerhaft leuchtet und direkt über der Kennzeichenplatzierung zu finden ist. Die beiden 10-zolligen Reifen sind verbunden durch ein 35 cm Drittbrett und zumindest im vorderen Bereich auch mit einem Speichenschutz ausgestattet. Neben einem dualen Bremssystem glänzt der Isin Wheel auf jeden Fall durch eine doppelte Federung am Hinterrad, was bei dieser Preisklasse definitiv einzigartig ist. Nahe dem Anschluss des Aufladekabels befindet sich natürlich auch ein Ständer am Trittbrett des Isin Wheels. Stehen kann er also. Kann er aber auch fahren? Auf jeden Fall, zumindest erreicht er in kürzester Zeit aus dem Stand die klassische E-Scooter-Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Genau genommen in 7 Sekunden. Bei dem Bremsweg verhält es sich ähnlich, hier sind es um die 3 Meter, die man bei einer Vollbremsung aus der Höchstgeschwindigkeit noch zurücklegt. Auch auf Wiese oder auf Pflasterstein lässt sich der Isin Wheel E9 Max mit seiner Maximalbelastung von 120 kg dank seiner Doppelfederung problemlos fahren. Mit einer Reichweite von 40 Kilometern spielt der Isin Wheel zugegebenermaßen nicht ganz vorne mit dabei. Aber für Innenstadtfahrten ist das auf jeden Fall genug und er bietet auch ein ausreichend gutes Fahrgefühl, das auch so eine kleine Slalomstrecke kein Problem darstellt. Alles in allem also ein sehr guter Scooter für den kleinen Preis. Und wenn die Fahrt vorbei ist, lässt sich der Isin Wheel E9 Max auch wieder ganz einfach zusammenklappen und mitnehmen. Also, was kann der Isin Wheel nun? Wenn es etwas gibt, das man kritisieren möchte, dann sind das auf jeden Fall die 40 Kilometer Reichweite, die unbestritten von vielen anderen Modellen übertroffen werden. Dadurch wiegt das gute Stück aber auch eine 14,5 Kilo und kann trotzdem die klassischen 120 Kilo Traglast tragen. Dazu kommt eine doppelte Federung, die bei dieser Preisklasse auf jeden Fall einzigartig ist, was dieses Modell entweder für Leute, die einfach nicht die hohe Summe auf der Kante haben, oder eben vor allem für Einsteiger in diese Branche zu einem absolut perfekten Einstiegsmodell macht, sodass es meiner Meinung nach auf jeden Fall seine Berechtigung im großen Markt der E-Scooter hat. Nochmal aufgepasst, alle Facts aus diesem Video sowie laufende Preisaktionen und aktuelle Rabattcodes wie Kauftipps gibt es wie immer auf unserer Homepage e-roller.com oder direkt unter dem Video in der Infobox. Also informiert euch, fahrt vorsichtig und bis zum nächsten Mal.